Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren spannenden Runde Pokémon. Ich weiß es nicht. Ich hab's gerade wieder komplett vergessen und abgehakt. Pokémon Silber, genau. That's where it's at. Und jetzt müssen wir gegen Kleinstein. Fangen wir eventuell auch. Irgendwie wird sich wenigstens dann Rolling Stone nennen würde. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Kleinstein sollte man dann doch fangen. Weil das sind alles bedeutungslose Pokémon bisher. Da braucht es euch nicht wundern, dass ich dementsprechend jetzt einmal nicht so die große Attitüde auffahre. Din, 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 din. Und ich weiß, ich darf nicht so sehr wackeln. Wenn ich einen Rand einfügen möchte, wäre das nicht so gut. Möchtest du dem Kleinstein einen Spitznamen geben? Ja, dann nicht in. Oder Rock and Roll, dann machen wir auch Genres. Rock. Rock. Das passt aber nicht ganz. Oh Gott, das passt mal wieder nicht ganz. Dann gehen wir zurück. Dann nehmen wir es einfach so Rock and Roll ohne. Rocken. Genau, auch wenn es ein Rock'n'Roll ausgesprochen wird, aber so geht es ja auch noch irgendwie halbwegs. Ja, mit der ganzen Musiksache habe ich mich jetzt wieder kräftig verzettelt, das muss man mir mal wieder eingestehen. So, jetzt haben wir wieder einen Wanderer. Ist auch wieder so stereotypisch, dass ausgerechnet die hier rumlaufen. Aber gut, wenn es ihnen gefällt, kann ich da dementsprechend nichts entgegenwerfen. Das ist deren ihre Meinung. Wenn sie meinen, ja, es sieht doch alles so stylisch aus, dann ein Mann hat zu tun, was ein Mann tun muss. Dann habe ich nämlich dann auch den direkten Vergleich. Ich komme jetzt nochmal auf Vegas zurück. Wenn ich das in Vegas rendere, wie lange das dann braucht. Vor allem, wie sich das von der Qualität her auswirkt. Okay, jetzt wollen wir Biss erlernen. Das ist ein sehr strategisch kluger Schachzug, wenn wir das machen. Und da vergessen wir Silberblick. Denn in der nächsten Arena werden wir das mehr als nur brauchen. Generell hat man mit Kanimani eigentlich ein relativ schweres Line-Up. Gut, mal mit allen Starter nicht leicht. Was das Ganze aber auch wieder so spannend macht. Ja, Gott sei Dank gibt es hier noch nicht die Fähigkeit Robustheit. Und wir besiegen den guten Herr Burkhardt. Der Wahnsinn. Feuerspucker-Fight. Oder weit, ich weiß nicht, wie man den jetzt ausspricht. Ich wage es gar nicht zu probieren. So, der wurde besiegt. So, X-Angriff, das ist ein Item, das können wir eigentlich relativ gut verkaufen, weil ich setze sowas nie ein.
Kann man mir jetzt auch wieder als Kritikpunkt vorwerfen, aber ich finde solche Items einfach nur unnötig. Sag mal, rennen die in dieser Version auf einem schneller zu oder warum macht er so Highspeed? Ich stehe doch direkt neben ihm, also er muss doch nur so wenig Felder laufen. Der Pokémaniac Satoru, jetzt haben wir da wahrscheinlich den damaligen, wobei es war nicht der damalige Nintendo-Präsident. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, dieses Artwork von Fleckmon ist bezüglich dem, was wir vorher gelesen haben oder im letzten Part gelesen haben, echt doof. Weil es sieht so verspielt aus. Dabei werden hier von Fleckmons die Schwänze ab, oder, ne, der Schweif abgeschnitten. Wie wir es ja schon mitbekommen haben. So, auch ein Höhlenbewohner, Zubat. Können wir ja mal versuchen, ob wir es so fangen können, weil ich meine, wir sind mittlerweile auch für das Teil zu stark. Das kann ich euch schwören. Da brauche ich nicht mal schwören, weil das weiß ich. Okay. Scheint sich doch zu wehren. Ich habe schon gedacht, was ist jetzt gerade hier passiert? Ich habe das dumme Menü hier aufgerufen von der Virtual Console. Das war ein kurzer Moment des Schreckens. Ich bitte das zu entschuldigen. So, Zubat wurde gefangen. Zubat wird ein Eintrag im Pokédex eingelegt. Das ging ja wieder schnell. So, wie nennen wir dich jetzt? Nennen wir dich Dark Wave. Jetzt machen wir auch Musikgenres und Bands. So. So, oder Black Hole, aber das wäre kein Genre. So, jetzt sind wir hier. Ja, das hasse ich eigentlich. Ich glaube, es gibt ja nicht mehr Pokémon als die beiden da, also unser Rock and Roll und Dark Wave. Hier kann man dann auch jeden Freitag, also später dann Lapras fangen. Ne, dich wollen wir nicht. Wer will dich schon? Und das alles haben wir getan für eine lapprige X-Abwehr. Dillit, 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 dillit. Oh Gott. Da schlagen in meinen Ohren die Sirenen. Gab's hier noch irgendwas? Ja, da gibt's tatsächlich was. Und zwar ein Item. Wer hätte gedacht, ich muss mal hier ein bisschen Stabilisierungsarbeit leisten. TM39. Was verbirgt sich dahinter? Ich gehe der Sache auf den Grund. Ja, Sternschauer, nicht schlecht das Ganze. Wobei wir haben ja eh nur ein einziges Pokémon daher, oder wir können es trotzdem machen. Auch wenn es auf Coldplay nicht geht. So. Dann nehme ich das mal wieder zurück. Und wir begnügen uns mit dieser Ratte nicht länger, als ich das will. Ach ja, Onix, den hatten wir noch nicht. Bin ich dann wahrscheinlich so, aha, weil die haben ja auch so ein Albumcast in Stil. Da passt es eigentlich recht gut. Ach so kann...
Biss ist nicht mehr normal, weil es gibt jetzt Unlicht. Oh Gott! Habe ich das schon wieder vergessen? Das ist der Wahnsinn, dass ich das schon wieder vergessen habe. Ich bin nicht so clever und komischerweise wurde es hier gerade ein Autofokus reingemacht. Ich hoffe, das hat das Bilderlebnis, das Audiovisuelle nicht gestört oder das Visuelle eher gesagt. Okay, ich sollte den Autofokus wirklich ausstellen, weil es sieht so furchtbar aus. Andererseits muss ich auch sagen, Leute, dieses Aufnehmen macht jetzt, ist jetzt viel angenehmer. Ich muss nur schön schauen. Wie viel Akku? 74%, okay, hat schon 10 verloren durch diese Aufnahme. Also diese beiden Aufnahmen da. Na, ich werde es dementsprechend auch wieder aufladen, weil es kann nicht sein, dass ich wegen Let's Plays hier den Akku mildere. Sagen wir mal so, eventuell kann ich mir auch vorstellen, unter der Woche mal aufzunehmen, wenn ich Zeit habe, was aktuell noch der Fall ist. Weil ich muss mich langsam auch auf meine Prüfung vorbereiten. So, dann hätten wir den hier besiegt. Und da geht's eigentlich schon raus. Aber da lasse ich mich jetzt nicht groß. Wobei, es gibt hier wirklich nichts mehr und eventuell kommen wir auch mal wieder. Aber ne, beenden wir das Ganze hier. Das ist eher eine kleinere Höhle. Ich meine aber, im gesamten Spiel gibt es eher weniger große Höhlen. Selbst die Siegestraße ist relativ klein ausgefallen. Jetzt mal zum Verhältnis. Ich möchte da Leuten keine konkreteren Zahlen an den Kopf werfen, weil das könnte ein bisschen schwierig sein. Okay, da sehe ich noch, da kommt noch so ein Trainer. Die Gegengiftbeere, das hat nicht mehr gepasst, das ist der Wahnsinn. Aber dann auch alles in späteren Spielen viel besser gemacht. So, Kleinstein. Hat mal wieder relativ wenig zu bieten. Ich frage mich auch jetzt gerade, wie denn das vom Levelverhältnis her aussieht dann in der Arena, weil ich meine, der hat schon einen Pokémon auf Level 20, aber da kann ich mich auch irren. Dementsprechend glaube ich aber auch nicht, dass Käfer dann so effektiv ist. Und das ist auch mal ein Sprite, den stufe ich eher in Missglückt ein. In die Kategorie missglückt. Und der gute Tom, den schicken wir auch nach Hause ohne einen Sieg. Und jetzt erhalten wir von der Annette, der Picknickerin, Anruf, ja. Manchmal rufen die auch wegen so einem Dreck an. Ich weiß nicht, kann man von dem her auch die Nummer irgendwie rausquetschen. Ja, natürlich doch. Von manchen müssen wir die Telefonnummer abspeichern. Weiß ich nicht, was das mir bringt. Aber er meldet sich, falls es Neuigkeiten gibt, weil wir müssen uns mit jedem anfreunden. Es geht gar nicht anders. So, da kommen wir noch nicht durch, weil da ist der böse Rocketman. Und in die Arena kommen wir nicht rein, weil Team Rocket hier eine Basis hat. Oder Team Rocket eingenommen hat. Holzkohleofen. Hier kriegen wir, glaube ich, das Item für Feuer-Pokémon. Wobei, ja, glaube ich, auch erst später. Wo sind all die Fleckmons hin? Das sind ja ganz arme Lebewesen. Wir müssen die beschützen. Eigentlich nicht. So. Was sagt der hier? Wer bist du? LP, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du das Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen.
Halte durch, Fleckmons. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Und das hat er erst jetzt beschlossen, jetzt wo wir zu ihm gekommen sind. Ja, also, nur zur Info, das spielt hier 3 Jahre nach Rot, Blau, Gelb. Finde ich generell erstaunlich, wie man hier in Johto überhaupt davon mitbekommen hat. Aber gut, kann sich jeder jetzt selber seinen Teil dazu denken. So, und damit habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen für diesen Part, denn im nächsten Part geht es dann richtig los mit Team Rocket und dem ganzen Scheiß. Bis zum nächsten Mal und schau halt dir und Steffen, denk daran, Freundschaft ist Magie.